Wem unsere Heimat am Herzen liegt, der muss sich um das kümmern, was die Menschen vor Ort bewegt. Sebastian ist der einzige Abgeordnete, der sich in den letzten 4 Jahren um uns gekümmert hat und uns zugehört hat. Ihr Abgeordneter zu sein bedeutet für mich, dass ich zuallererst für Sie eintrete und dass ich mich dort einsetze, wo ich helfen und ganz konkret etwas verbessern kann. Daran will ich mich auch in den nächsten 4 Jahren messen lassen. Ich möchte einen Abgeordneten, der auch die kleinen Orte kennt und sich für die Menschen interessiert. Herr Steinecke setzt sich dafür ein, dass wir auch in Zukunft in unserer Heimat eine starke Wirtschaft haben. Sebastian Steinecke gibt sich nur mit Lösungen zufrieden. Und so einen brauchen wir auch in Zukunft für unsere Heimat. Und da ja 2 kleine Kinder halt sind, ihm die Probleme einer Kita natürlich nicht fremd. Ich unterstütze Sebastian Steinecke, weil ich finde, dass er in den letzten 4 Jahren zu einem sehr, sehr wichtigen Akteur in diesem nördlichen Brandenburg geworden ist. Noch stark verankert und weiß so um die Probleme hier vor Ort. Und deshalb dürfen wir eine so gute Zusammenarbeit zwischen Berlin und der Basis, den Leuten vor Ort, nicht abwählen. Christian Steinecke ist ein Kollege, den ich sehr schätze, mit dem ich gerne zusammenarbeite, weil wir gemeinsame Ziele im Havelland haben. Auch viel im Wahlkreis unterwegs und er hat auch viel für die Region erreicht. Mit ihm haben wir einen super engagierten Vertreter, der seine Aufgabe großartig macht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie ihm helfen, dass er diese Aufgabe auch in den nächsten 4 Jahren weitermachen kann. Politisches Denken, seine Fähigkeit, strategisch Lösungen zu entwickeln aus den Informationen, die er hat. Und ich erlebe ihn ja sehr häufig in seinem Wahlkreis, was er macht, wie er mit den Menschen umgeht, was er an Problemen anfasst und auch zu Lösungen bringt. Und ich freue mich immer, wenn andere an diese Orte kommen, dass er schon immer sagen kann, wie beim Hase und Igel, ich bin Ali. Wir alle stehen zur Energiewende, aber rücksichtsloser Windkraftausbau in diesem Tempo ist nicht die Lösung. Wir brauchen deutlich höhere Mindestabstände zwischen den Windkraftanlagen und den Wohnhäusern. Perleberg und Neuruppin müssen beide Kreisstadt bleiben. Wer jetzt die Kreisreform gegen den Willen der Bürger durchsetzt, der vernichtet das Geld, das wir investiert haben, auf einen Schlag. Ich stehe für eine starke Wirtschaft in unserer Region. Dafür ist es wichtig, dass wir beschlossen haben, die Elbe langfristig schiffbar zu machen. Für das Fontanefest und unsere Kirchen konnte ich in den letzten Jahren viel einwerben. Wir wollen 5 Milliarden Euro in die Digitalisierung unserer Schulen investieren, mehr Familien das Eigenheim ermöglichen, im großen Umfang Polizisten einstellen und Steuerentlastung für die Menschen beschließen. Ich bin Sebastian Steinecke, Ihr Bundestagsabgeordneter. Für Sie da.